So, willkommen zurück, wieder zu einem kleinen Ramses-Review, denn ich war wieder mal im Kino. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her oder Monate oder Jahre, ich weiß es nicht, weil es dauert manchmal wirklich, bis ich dazu komme, dann was zu machen, weil dann plötzlich kommt das und das und das und man verliert irgendwann den Überblick und dann denkt man, brauche ich gar nicht mehr machen, zur Vollständigkeit will man es aber doch noch machen. Deswegen gibt es heute das Review von Predator Upgrade. Denn da war ich im Kino. Und ich fand es erstmal richtig behindert, dass der 3D ist, weil ich hasse 3D-Filme, wenn man da sitzt mit der Brille und kriegt dann noch so einen zweiten Klopper ins Gesicht geprügelt und man guckt und guckt und die Nase drückt und manchmal ist das 3D auch so komisch gemacht, du schaust hin und ist trotzdem alles verschwommen, vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung, vielleicht stimmt irgendwas nicht, aber zurück erstmal weiter zu dem Film. Predator 3D, ich habe natürlich die alten Predator-Teile alle gesehen, der erste mit Arnold Schwarzenegger damals, die Legende, das Original, der beste Film damals, richtig coole Sache. Predator 2 natürlich auch mit Danny Glover in der Stadt, war was ganz anderes, war auch sehr brutal, war zwar kein Vergleich zum ersten Teil, aber trotzdem noch ein richtig guter Film. Dann gab es ja, wie gesagt, die Alien vs. Predator-Teile. Fand ich auch wieder sehr eigen. Kann man damit anschließen, aber das war schon wieder so dieses zusammen mit dem Predator besiegen wir die Aliens und hin und her. Das war für mich auch gar kein Horror mehr oder sonst was. Das war manchmal einfach schon wirklich ein bisschen lächerlich. Und ich habe natürlich jetzt geschaut, was bringt der neue Film, wie wird der neue Film, weil viele gesagt haben, dass das wird wieder ein richtiger Predator-Film, der wird richtig brutal, so viel Action. Und Schauspieler haben mir alle nichts gesagt, man hat keinen gekannt, also ich zumindest nicht. Was mir ein bisschen leid getan hat natürlich oder mir gefehlt hat, denn ich habe während des ganzen Films wirklich zu niemandem irgendwie eine Bindung aufbauen können oder fand irgendjemanden sympathisch oder cool oder konnte mitfiebern, wenn irgendwas war oder irgendwas passiert ist. Die waren mir alle so scheißegal. Wenn die gestorben sind, dann war man froh, dass die einfach weg sind und nicht mehr nerven. Und das habe ich eigentlich sonst nirgendwo, weil man ja immer versucht, mit dem Hauptdarsteller irgendwo mitzufiebern, mitzugehen, die Daumen zu drücken, da aufzugehen. War da jetzt leider nicht so bei dem Film und ich will das Review auch gar nicht so lang ziehen, denn im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Film war okay. Nochmal würde ich ihn wahrscheinlich jetzt nicht anschauen, also da fand ich andere Filme deutlich besser, auch die Predator-Teile davor fand ich alle besser. Es war ein bisschen lustig, zwar trotzdem anzusehen, wie diese Wissenschaftlerin, die Frau, die dann aus dem Labor da entkommen ist und hat den gejagt, wie man dachte, sie ist einfach Superwoman oder keine Ahnung, die von irgendwelchen Dächern springt, auf irgendwelche Laster hüpft, sonst was und geht da übelst ab. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat mir diese ganze Truppe, die da dabei war, diese ganzen Soldaten oder Ex-Soldaten oder Söldner, weiß ich nicht, die haben einfach so dämlichen Mist gelabert die ganze Zeit. Die waren wie pubertierende Jugendliche. Und das war so richtig Quatsch, so richtig chaotisch, so richtig dämlich. Ich meine, ich mag dämliche Sachen, ich mag richtigen Trash und Schwachsinn, aber das war selbst mir irgendwo zu dämlich und die meiste Zeit auch irgendwo zu anspruchslos. Da hätte ich einfach wirklich coole, witzige, smarte Dialoge mir gewünscht, die leider nicht vorhanden waren. Dass wirklich einfach nur dummes Rumgehampel war. Dann war wieder irgendwas Brutales, dann war wieder irgendwas Dämliches, dann war wieder was Brutales. Ich meine, die Predatoren, die sahen gut aus. Mittlerweile hat man ja viel bessere Möglichkeiten, das alles richtig krass darzustellen. Und auch diesen Mega-Hybrid, der da war und den anderen umgebracht hat, das sah schon beeindruckend aus, das war eigentlich ganz cool, aber trotzdem, im Großen und Ganzen war der Film halt viel Action, viel brutal, viel Schwachsinn, viel Langeweile auch, komischerweise. Weil man eben nicht so richtig warm geworden ist mit den ganzen Leuten. Und gerade auch in den Action-Szenen hatte ich wirklich Probleme durch die 3D-Effekte. Meistens war es einfach voll dunkel und man hat gar nichts gesehen. Oder dann ging alles so schnell, dass man gar nichts gesehen hat. Die meiste Zeit wusste ich gar nicht, wer greift jetzt eigentlich wen an? Oder wer ist jetzt gerade gestorben? Das war zwar rasant, aber irgendwie hat mich das alles ein bisschen überfordert und hat mir auch nicht so viel gegeben, eben auch an abhand
von dem abgesehen, aber nebenbei mit der Story und dem ganzen Zeug, ich sag, ihr wisst schon, was ich meine, oder auch nicht. Und deswegen, mein Fazit nicht so gut für den Film, da würde ich mir lieber nochmal die alten Filme angucken, den ersten und den zweiten Teil auf jeden Fall, würde ich da viel mehr empfehlen. War ein Film, kann man sich mal angucken, muss man jetzt nicht unbedingt ins Kino, finde ich, außer man steht auf 3D-Filme, dann kann man ihn sich ergeben oder wer 3D-Fan ist. Aber ich war jetzt eigentlich eher ein bisschen enttäuscht. Also da würde ich mir, wie gesagt, immer noch viel lieber Mission Impossible reinziehen. Oder sogar den Equalizer 2 nochmal. Denn im Nachhinein habe ich trotzdem viel an Sachen gedacht, die da passiert sind. Und würde mir sogar den lieber nochmal anschauen, als jetzt den Predator. Der steht also jetzt ganz unten in der Liste. Leider ist so. Aber jeder hat natürlich einen eigenen Geschmack und eine eigene Meinung. Deswegen, wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt ihr mal drunter, wie ihr den fandet. Und ja, das war's, glaube ich, jetzt von diesem Review. Wir sehen uns dann. Bald kommt schon das nächste, das habe ich nämlich schon vor dem Video gedreht. Und da werdet ihr richtig positiv überrascht sein, hoffe ich, genauso wie ich. Aber das war's für heute. Deswegen, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und wir sehen uns. Puh.